Hallo meine Lieben, heute habe ich ein What's in my Bag für euch mit meiner neuen Handtasche von Maxwell Scott. Die kennt der eine oder andere schon aus meinen Outfit-Posts. Das ist das Modell Modella M. Das ist eine super Handtasche für unterwegs, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder in der Stadt, um zu shoppen. Also es ist eine kleine Handtasche, in die aber dennoch sehr viel hineinpasst. Die Tasche hat einen Magnetverschluss und 3 Innenfächer. Das erste Fach ist nochmal unterteilt und hat vorne nochmal ein separates kleines Fach. Auf der Rückseite der Tasche befindet sich noch ein Fach mit Reißverschluss, wo man wichtige Kleinigkeiten unterbringen kann. Aber kommen wir jetzt zum Inhalt meiner Tasche. Gehen wir mit dem hintersten Fach meiner Handtasche. Darin versteckt sich mein Tangle-Teaser, ohne den ich nicht aus dem Haus gehe. Praktische Reiseedition, das heißt, die Borsten können sich nicht verbiegen, da er so eine Plasteplatte vorne dran hat. Ist praktisch, klein und passt in jede Handtasche. Als nächstes versteckt sich in meiner Handtasche mein Geldbeutel. Dieses Modell ist ebenfalls von Maxwell & Scott und heißt Forino. Das Portemonnaie ist super für unterwegs, es ist klein handlich, hat hier ein Münzfach, ein separates und hier Platz für Karten und Geldscheine. Als nächstes versteckt sich in meiner Handtasche mein Haustürschlüssel mit meiner super uralten Maus, den ich fast immer denke, ich habe ihn vergessen, verloren, ich komme nicht mehr rein, aber dennoch war er noch nie verschwunden. Kommen wir zum nächsten Fach, das Mittelfach. Das ist mit einem Reißverschluss abgetrennt, finde ich sehr praktisch und da drin habe ich meine Beauty-Kleinigkeiten. Also zum einen die La Roche-Posay Handcreme, also die ist super, die kann ich euch nur empfehlen. Die pflegt die Hände weich, also meine Hände sind im Winter ständig offen. Ich habe offene Stellen, vor allem hier an den Handknöcheln und da hilft sie super, ohne zu brennen. Dann immer mit dabei habe ich ein kleines Deo, dieses ist jetzt hier von Dove, muss ich nicht viel dazu sagen. Auch immer mit an Bord sind meine Oil Papers, diese hier sind jetzt von Essence. Ich habe ja ölige, also Mischhaut bis ölige Haut und vor allem im Sommer fängt halt meine T-Zone-Partie sehr stark an zu glänzen und das sind die kleinen Papers super. Die hebe ich dann auf Stirn, Nase und Kinn, nehme das überschüssige Öl ab und puder anschließend nach. Auch immer mit dabei ist eine Lippenpflege. Also ich habe meistens nur Lippenpflege dabei, weil ich unterwegs so gut wie nie Lippenstift nachziehe. Diese ist von La Roche-Posay und die kann ich euch auch nur empfehlen. Also die ist farblos, kommt in Stiftform daher und sehr praktisch für unterwegs. Immer in meiner Handtasche zu finden ist eine kleine Parfümprobe. Diese ist von Versace, das Crystal Noir. Das ist ein sehr orientalischer, kräftiger Duft. Auch immer in meiner Handtasche zu finden ist ein Zopfhalter, ohne die gehe ich einfach nicht aus dem Haus. Manchmal nerven mich meine Haare und dann brauche ich die, um sie einfach zurückzunehmen. Wie ich euch eben schon gesagt habe, habe ich Mischhaut bis ölige Haut und da darf natürlich auch ein Puder nicht fehlen. Dieses hier ist von Soap & Glory. Das habe ich mir auf meinen London-Aufenthalt gekauft und ich finde das Puder sehr gut. Es hat halt einen kleinen Spiegel, denn das Puder an sich ist transparent, kommt mit so einem kleinen Schwamm, den benutze ich aber nicht. Ich trage das Puder immer mit diesem kleinen Pinsel auf, der ist von der Zoeva Bamboo Collection, die ist schon etwas älter. Das ist einfach super praktisch für unterwegs. Und damit glänzt ihr garantiert nicht. Zwar nicht den ganzen Tag, aber zumindest für ein paar Stunden. Und last but not least, was in meiner Handtasche nicht fehlen darf, ist mein Handy. Und das war's schon mit meiner What's in my Bag kleine Handtasche Edition. Das ist das, was ich täglich im Alltag mit mir rumtrage und auf was ich nicht verzichten möchte. Und jetzt
für alle, die durchgehalten haben, habe ich noch etwas für euch. Und zwar verlose ich an einen von euch einen Maxwell Scott Geldbeutel in der Farbe Dunkelbraun. Und wie ihr den Geldbeutel gewinnen könnt, erfahrt ihr auf meinem Blog. Den Link findet ihr in der Infobox und vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert und bis bald. Tschüss!